Wenn ich mich mal einsam gefühlt habe, habe ich mir oft gedacht, alle sind gegen mich. Und genau dieses Gefühl wird oft von den falschen Gruppen ausgenutzt. Autoritäre und extremistische Bewegungen werden immer größer und es gibt immer noch viele junge Menschen, die sich ihnen anschließen. Die Studie Extrem Einsam hat sich das genau angesehen und mit mehr als 1000 Jugendlichen gesprochen. Ein Großteil der Befragten haben zugegeben, einsam zu sein. Die Mehrheit findet auch, dass sie von der Politik nicht beachtet werden und dass die Politikerinnen und Politiker in Deutschland nicht komplett ehrlich sind. Es ist also nicht nur das Gefühl der Einsamkeit, sondern auch ein krasses Misstrauen. Und genau dieses Gefühl nutzen eben die falschen Gruppen aus. Religiös motivierte, extremistische oder auch rechtsextreme Gruppen sind nur zwei Beispiele dafür. Wir gucken uns heute das erste davon an. In Berlin leben 3,7 Millionen Menschen. Trotzdem ist Einsamkeit hier ein Phänomen. Nicht für alle Menschen gibt es funktionierende Strukturen. Besonders Gruppen, die Diskriminierung und Ausgrenzung erfahren, sind davon betroffen. Ich lerne hier Menschen kennen, die mir erzählen, warum es in einer so vollen Stadt trotzdem schwer sein kann, einen Platz zu finden. Ich finde, Einsamkeit ist wirklich eines der schlimmsten Gefühle. Man fühlt sich so isoliert und unverstanden, so als wäre man wirklich die einzige Person auf diesem Planeten, was aber nicht so ist, offensichtlich. Und das muss man sich irgendwie immer wieder in die Gedanken rufen und immer wieder dran denken und sich immer selbst aufbauen. Früher hätte ich wirklich einige Dinge getan, um dazu zu gehören, um einfach nicht einsam zu sein, um nicht allein zu sein. Heute weiß ich, wie wichtig es ist, wirklich bei sich zu bleiben und sich wirklich für keine Gesellschaft dieser Welt irgendwie zu verändern oder seine Meinung zu verkaufen. Und das muss man sich irgendwie immer wieder ins Gedächtnis rufen. Deine Meinung ist valide und du musst dich wirklich nicht für irgendwen anpassen, nur um dazu zu gehören. Es wird immer irgendwen geben, der deine Meinung teilt und jemand, der so ist wie du. Du musst diese Person nur finden. Auf der Suche nach einem Freundeskreis kann es also passieren, dass wir in die falschen Gruppen geraten. Das sagt auch Diana. Ich will heute in Berlin herausfinden, woran das liegt. Ich bin gerade auf dem Weg zu Lukas von Projekt Quartal in Berlin. Die Leute, die dorthin kommen, sind auf sich alleine gestellt, weil sie kein gesundes familiäres Umfeld haben oder gerade aus der Haft entlassen worden sind. Sie suchen Anschluss. Lukas und seine Kolleginnen und Kollegen helfen dann dort, wo es gerade geht. Hi. Hi. Moin, ich bin Jakob. Ich bin Lukas. Freut mich. Schön, dass du hier bist. Ja, danke für die Einladung. Wir sind ja heute mit dem Thema Einsamkeit unter Jugendlichen hier. Hast du irgendeinen Bezug dazu? Ich persönlich habe ja natürlich auch schon Erfahrungen mit Einsamkeit gemacht, so früher in der Schule oder gerade wenn so schwierige Themen anstanden oder viel Veränderung im Raum stand, dann war man natürlich auch selber mal mit Einsamkeit konfrontiert. Und da war es halt wichtig, dass es irgendwie Leute auch gab, die mich dann irgendwie ja, unterstützt haben. Das ist ein Phänomen, was wir halt auch bei unseren Klienten halt beobachten. Wir haben viele Klienten, die wenig oder ein sehr geringes soziales Umfeld haben, dementsprechend auch viel wenig Rückhalt. Und dann fällt es denen natürlich schwieriger, auch irgendwo anzukommen. Wohnraum spielt bei allen Jugendlichen eine Rolle, plus halt, wie komme ich an Geldleistung. Gerade bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist natürlich der Zugang viel schwieriger durch dieses bürokratische Deutsch und sowas. Also die verstehen viele Sachen nicht und da muss man viel erklären. Die Prozesse dauern sehr lange, das aushalten, warten zu können. Man erhält monatelang keine Rückmeldung von Behörden. Das ist super schwierig für die und da brauchen die halt Unterstützung und Begleitung und immer wieder Zuspruch, damit die zwischendurch nicht wegbrechen und halt ganz andere Sachen machen. Ja. Lukas hat bei den Leuten, die er betreut, nachgefragt, ob jemand mit uns sprechen möchte. Saliu hat sich dazu bereit erklärt. Er ist mit 16 von Guinea in Westafrika nach Deutschland gekommen. Bist du alleine nach Deutschland gekommen? Ja, alleine nach Deutschland gekommen. Und das war ein bisschen einsam. Aber also, solange wir mitgewohnt haben mit den Jungs und wir waren in der Schule, wir waren in Heim mit den Deutschen und so, Türken, verschiedene Länder. Da war ein bisschen gut, also ein bisschen klar, weil ich ein paar Freunde bekommen habe. Okay. Saliu ist 16 Jahre alt, als er Guinea verlässt. Er ist wie ein Großteil der Flüchtenden alleine unterwegs. Angekommen in Deutschland wird er die ersten Jahre einem Ort in Bayern zugeteilt und lebt dort in einer Unterkunft mit anderen Jugendlichen. Als er volljährig ist, zieht er nach Berlin. Die Zuständigkeiten hier sind unübersichtlich. Sein Ausbildungsantrag wird abgelehnt, weil sein Status unklar ist. Also sucht er sich einen Job in einem Betrieb. Ein neues soziales Umfeld hat er bisher nicht. Und dann bist du nach Berlin gezogen. Wie war das hier? Es ist hier also schwer, weil ich habe immer noch keine Freunde hier in Berlin. Die Menschen sind gut in Berlin, aber das Problem ist, ich habe einfach Angst, so, ja, halt, weil es viele Leute ist. Umut ist Psychotherapeut und beschäftigt sich viel damit, wie die Emotionen, die wir fühlen, unsere Beziehungen mit anderen Menschen beeinflussen. Wenn wir uns einsam fühlen, dann hilft letztendlich am allerbesten
Kontakt zu anderen Menschen aufzubauen. Im Idealfall Menschen, die wir schon kennen, denen wir eventuell schon vertrauen. Die Königsdisziplin ist, sich zu überwinden und zu sagen, ey, ich fühle mich gerade einsam. Ich brauche Unterstützung. Ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr oft die Schule gewechselt und entsprechend war ich teilweise dann in diesen Schulen in verschiedenen Gruppen, meistens natürlich in der coolen Gruppe, musste mich aber eigentlich immer extremst verstellen und auch Dinge tolerieren von Menschen aus meiner Gruppe, wo ich normalerweise sagen würde, warum machst du das? Das aber nicht getan habe, weil ich halt mit dem befreundet sein wollte. Es war mir wichtiger, mit denen befreundet zu sein, als auf meine eigenen Prinzipien zu hören und irgendwie mir selbst treu zu bleiben. Und das ist richtig gefährlich. Da kann man echt sich selbst verlieren, Dinge tun, für die man dann vielleicht Strafe zahlen muss oder sonst was passiert. Also ich verstehe, dass Einsamsein scheiße ist. Passt auf, mit wem ihr befreundet seid. Das ist mindestens so wichtig, wie überhaupt mal Freunde zu finden. Es ist auf jeden Fall ein Tabuthema. Ich meine, wer würde schon über sich zugeben, dass er einsam ist? Ich glaube ja, es geht mehr Menschen so, als man denkt. Für mich ist Einsamkeit ein sehr belastendes Thema, was ich auch schon oft in meiner Therapie angesprochen habe. Ich bin damals zum Beispiel direkt von meiner ersten Beziehung in meine zweite Beziehung gegangen und das einfach nur, weil ich nicht alleine sein konnte. Nach Berlin zu ziehen, ohne hier wirklich Freunde zu haben, war damals so ein bisschen so eine Art Selbsttherapie für mich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch bis heute Probleme damit, alleine zu sein. Es ist zum Beispiel immer noch schwer, wenn Jakob mal nicht da ist. Und eine Sache, die ich dann wirklich immer mache, sind meine alten Kinderfilme zu gucken, weil ich mich dann in so eine Zeit zurückversetzt fühle, in der ich mich noch super sicher und geborgen gefühlt habe. Habt ihr euch schon mal einsam gefühlt, als ihr in eine neue Stadt gezogen seid? Schreibt es in die Kommentare. Auch wenn auf den ersten Blick ein Ort wie Berlin alles zu bieten hat, kann man sich also einsam fühlen. Hermann, der Kollege von Lukas vom Projekt Quartal, sieht als Grund dafür ein größeres Problem. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es strukturelle Gründe gibt, also weil wir ja größtenteils auch mit Leuten arbeiten, die einen Migrationshintergrund haben. Und da muss man einfach sagen, sind die Hürden strukturell verankert, definitiv. Also da gibt es eine Benachteiligung. Ich glaube, man muss halt erstmal festhalten, so die Situation der Jugendlichen ist, die kommen hier nach Deutschland, die haben wenig Sprachniveau oder Sprachlevel, teilweise haben die auch keinen Schulkontext in ihrem Heimatland gehabt. Das heißt, es ist halt auch schwierig, das hier wieder aufzuholen. Und die haben halt wenig soziales Umfeld. Die flüchten manchmal allein hierher oder in kleinen Gruppen. Das heißt, die Gruppen verteilen sich hier auch. Das heißt, so, wo sind die hier eingebunden? Das ist ja schon dann auch nochmal eine andere Grundlage als Leute, die vielleicht auch mit einer Familie herkommen oder auch schon Familienangehörige hier in Berlin zum Beispiel dann haben. Ne? Also das ist eine ganz andere Voraussetzung. Ja. Und dann ist zum Beispiel auch die Frage, was erleben Leute zum Beispiel auf dem Weg hierher? Mein Vater ist gestorben. Ich war so mein Kind. Ich wusste gar nichts. Mhm. Und also mit meinem Onkel war ich nicht einsam, aber der war nicht gut zu mir. Meine Tante war auf jeden Fall also immer gut zu mir. Mhm. Aber es war nicht einsam, also bis ich 13, 14 Jahre hatte, ja, wo ich gewusst habe, dass das jetzt mein Vater ist und ich musste da rausgehen alleine. Ja. Und auf diesem Weg bin ich in Deutschland gekommen. Ich habe damals gebetet und mich befreien hat, ja, weil Einsamkeit, das bin ich schon dran gewohnt eigentlich. Jeder Flüchtling ist einsam halt in Deutschland. Mhm. Weil wir fahren von Afrika bis hier alleine halt, viele ja, von uns. Aber die Sache ist, wenn man Schmerzen im Herz hat, also manche haben Angst, irgendwie irgendwas. Ich hatte auch ein paar Mal Angst bekommen und so. Mhm. Ich dachte immer wegen Einsamkeit, aber das war nicht Einsamkeit. Ich habe gebetet und jetzt, Alhamdulillah, ist es wieder gut. Ich bete halt nicht viel hier in Deutschland und so, aber die Religion ist in meinem Herz immer noch richtig. Mhm. Ich weiß, also was ich mache, ist nicht gut, weil ich nicht bete. Mhm. Aber die Religion ist richtig in meinem Herz, weil ich habe viele Sachen hier bekommen und so, aber trotzdem, ich habe immer an Gott geglaubt und an meine Religion. Und das hat mir immer geholfen, bis heute. Saliu findet Halt und Zuversicht in seinem Glauben. Leider nutzen das auch andere Gruppierungen aus, wie Julia berichtet. Julia arbeitet beim Violence Prevention Network in Sachsen und leitet dort die Abteilung islamistischer Extremismus. Sie berät und begleitet junge Menschen und hilft ihnen dabei, aus radikalen Gruppen auszusteigen. Religion oder Glaube ist etwas, was eine Ressource ist, was ganz viel zu tun hat mit Gefühlen, mit Bedürfnissen, mit Empfindungen, mit Emotionen und was natürlich Menschen auch auf einer ganz tiefen Ebene berührt. Und wenn jetzt extremistische Gruppierungen da anknüpfen und junge Menschen, die eben ihren Glauben als eine Ressource begreifen, den sie natürlich brauchen, ja, und der wichtig ist, und dann sagen diese extremistischen Gruppierungen, du musst diesen Glauben aber auf eine gewisse Weise leben, damit der richtig ist,
Und wenn du das nicht machst, dann bist du nicht mehr Teil von dieser Community, von dieser Gruppe. Und dann machst du das falsch. Gruppen, die religiös motiviert extremistisch sind, kann man oft daran erkennen, was sie von ihren Anhängerinnen und Anhängern verlangen. Vielleicht wollen sie, dass du nur ihrer Anschauung und Auslegung folgst und nichts anderes tolerierst. Bereit bist, im härtesten Fall mit Gewalt die Ziele der Gruppe durchzusetzen. Dein soziales Umfeld veränderst und zu früheren Freundinnen und Freunden Kontakt abbrichst. Religion kann etwas ganz Individuelles sein. Das wird mir gleich auch Ennis erzählen. Seine Familie betreibt jetzt seit 2 Jahren ein Café und einen Friseursalon in der Grefestraße. Hey, Ennis, ich bin Jakob. Hi, Jakob. Das sind eure 2 Läden hier, ja? Richtig. Sehr schön. Sollen wir uns mal kurz hinsetzen und ein bisschen quatschen? Sehr gerne. Kann ich dir vorher noch was zu trinken anbieten? Einen Tee würde ich gerne nehmen. Cool, gebe ich Bescheid. Ja, bring, Bro, alles cool. So, okay. Nein. Danke, Mann. Wir sind ja hier mit dem Thema Einsamkeit. Hattest du schon mal irgendwelche Berührungspunkte damit? Einsam physisch war ich nie. Mhm. Also es waren immer Leute da, die ich bis heute auch immer noch schätze. Und aber jeder hatte irgendwie trotzdem so sein eigenes Päckchen zu tragen oder so halt seelisch irgendwas, was auf einem liegt. Mhm. Inwiefern hat Religion beim Aufwachsen bei dir dann eine Rolle gespielt? Anfangs tatsächlich nicht so. Mhm. Also man ist zwar ab und zu mal am Wochenende in die Moschee gegangen, um halt mal ein bisschen zu lernen, aber so jetzt ganz überzeugt von der Sache war jetzt nie wirklich jemand, aber darum geht es ja auch in der Religion, man muss ja sich damit beschäftigen, ein Verständnis aufbauen und dann ist man entweder davon überzeugt oder nicht. Jeder aus meiner Familie hat das für sich selbst entdeckt. Okay. Jeder. Also mein Vater ist durch sehr vieles gegangen, meine Mutter so auch und bestimmt alle Väter und Mütter da draußen auch, aber mein Vater ist jeden Tag so unendlich dankbar dafür, dass er halt wenigstens irgendwas hat, was ihn dann halt so, andere nennen es Lebensphilosophie, andere nennen es halt einfach Glaube oder sonst was, aber der Mensch muss immer an etwas glauben. Und dann hat er zum Islam gefunden und ich habe mich selbst belesen, ich habe selbst recherchiert, ich habe mich nicht nur mit dem Islam auseinandergesetzt, natürlich hatte ich Fragen zu allem. Man muss es mal richtig definieren, weil Leute, die immer behaupten, ich habe den Koran gelesen, es ist schön, dass du es getan hast, aber bis du eine gewisse Verständnis aufbaust, bis du wirklich sagen kannst, das dauert noch. Deswegen würde ich niemals von mir behaupten, ich habe es gelesen und jetzt habe ich meine Überzeugung gefunden. Ich finde genau wie Ennis, dass Religion ein komplexes Thema ist. Social Media spielt hier eine krass wichtige Rolle, weil viele junge Leute nach Infos zu Religion und Glaube online suchen. Natürlich ist Social Media nicht immer safe. Auf den ersten Blick ist gar nicht erkennbar, wie gefährlich der Content ist, den extremistische Gruppierungen schon längst teilen. Es ist unglaublich einfach, in so einer Bubble zu landen. Es kann super schnell passieren, dass man nach einer bestimmten Religion recherchiert und auf einmal auf irgendwelchen extremistischen Seiten landet, die von sich selbst behaupten, dass sie die absolute Deutungshoheit haben. Und das ist, wenn ich meine Nachrichten nur von Social Media bekomme, super gefährlich. Soziale Medien sind auf jeden Fall eine wichtige Informationsquelle, die von allen Menschen immer genutzt wird, aber vor allen Dingen auch von jungen Menschen. Das ist sehr attraktiv, weil da sind sehr komplexe Themen in ganz kurzen, knappen Antworten schön präsentiert. Und viele extremistische Gruppen sind da auch ganz gut darin, das schön aufzubereiten, also ansprechend aufzubereiten. Die ehemalige Bundeskanzlerin hat auch gesagt, Internet ist für uns Neuland. Ich verstehe jetzt, was sie damit meint. Wir haben halt einfach nicht wirklich Kontrolle darüber. Jeder hat Zugang zu irgendwie zum World Wide Web. So. Und da sind jetzt Jugendliche, die nur 1-2 Klicks davon entfernt sind, auf irgendwelche Seiten zu gehen. Und natürlich, wenn da dann irgendein x-beliebiger Vogel im Internet ist, der dann sagt so, ja, ich habe die Antwort. Ja. Die haben wenigstens irgendeine Antwort. Und danach greift man zu der nächsten Antwort, die man kriegen kann, weil man verzweifelt ist. Unzufriedenheit. Ich will auch von Ennis wissen, was man unternehmen könnte, damit Jugendliche nicht in radikale Kreise kommen. Es gab nie wirklich Problemlösungen, vor allem hier in meiner Meinung nach, in Neukölln oder vielleicht auch Kreuzberg. Die Orte, die man Problembezirke nennt. Ja, okay, Neukölln ist nicht super sauber, so, sag ich mal so. Okay, Leute machen vielleicht hier mehr Dreck oder so, daran könnte gearbeitet werden, das muss auch kommuniziert werden. Aber die Leute sind unzufrieden. Menschen, die Diskriminierungen erleben, egal welcher Art, wegen vermeintlicher Ethnie, wegen Bildungsstand oder ähnlichem, die entwickeln ganz oft Wut.
die werden dann irgendwann reaktant, würden wir in der Psychologie sagen. Das kann man eigentlich übersetzen mit fast schon trotzig. Also dass dann ein ihr grenzt mich aus, ihr sagt, ich gehöre nicht hier dazu, na dann jetzt erst recht. Also dass dann auch so ein Stück weit Angriff ist die beste Verteidigung angewandt wird. Und das begünstigt natürlich ganz stark, dass man in die Fänge von extremistischen Gruppen geraten kann, weil die diese Frustration ausnutzen, die sich über Jahre, vielleicht Jahrzehnte aufgestaut hat und sagen, ja klar, und die wollen nicht erst recht. Also die bestätigen diese negative Einstellung, die man hat, und dann wollen die diese Wut ausnutzen. Ich habe es auf jeden Fall schon erlebt, dass ja, Gruppierungen dann auch aufrufen, schließ dich uns an oder genau. Es wird ja dann auch für den Freiheitskampf oder sowas, ne? Wenn Teil davon. Würdet ihr denn sagen, es sind eher so ideologische Gründe, warum man sich solchen Gruppen anschließt? Oder ist es eher so ein, man wird endlich gesehen? Erstmal geht es wahrscheinlich irgendwo gesehen zu werden und Teil davon zu sein. Aber wenn man natürlich einmal in so eine Blase reinrutscht, dann kriegt man natürlich die Inhalte mit. Und wenn das natürlich für sie vertrauenswürdige Personen sind, dann glaubt man ja diese Narrative auch. Ist ja auch zum Beispiel MMA-Kämpfer, ne? Also eine Kampfsportart, wo ja wirklich fast gar keine Regeln mehr vorhanden sind, die ja bis wirklich der gar nicht mehr kann. Das ist super populär unter den Jugendlichen, ja, und auch in diesen Kreisen. Plus halt sowieso die ganze Gewalt, die man heutzutage auch in Filmen, Serien mitkriegt. Mhm. Oder halt auch über TikTok-Plattformen von Kriegsgeschehen. Oder halt solche Sachen, das ist halt ihre Lebensrealität heutzutage. Und dann ist es halt einfach in Berlin generell so, dass, auch kann man schon sagen, bezirksgebunden gibt es halt einfach gewisse Gruppen, die halt, sagen wir mal, kriminell organisiert sind, die dann Leute rekrutieren. Also ein Klient von mir, das kann ich ganz klar sagen, der war, glaube ich, sogar unter 14 dann, ne? Er ist natürlich sehr empfänglich für dieses, okay, ich übernehme eine wichtige Rolle in einer Struktur oder so. Ja. Aber wenn dann Leute einmal in so Strukturen drin sind, die in Berlin schon sehr krass sind, finde ich, dann wird's auch gar nicht mehr so leicht, da einfach zu sagen, ciao. Ja. Wenn da Sachen ins Struggling kommen, die halt nicht funktionieren, dann ist man, glaube ich, schon anfälliger. Also weil man zum Beispiel keinen familiären Background hat oder wenn man in der Schule nicht klarkommt, das überfordert einen. Und dann habe ich auf einmal eine Rolle, in der ich funktioniere, die mir zugeschnitten ist, wo ich Erfolge sammle. Ja. Und das ist halt schon, das macht den Zugang auf jeden Fall leichter dann. Es ist durchaus so, dass natürlich je mehr Überforderung da ist, je mehr Stress da ist und je mehr Perspektivlosigkeit und Sorgen auch da sind, das alles dazu führen kann, dass Menschen sich auch mehr interessieren für extremistische Gruppen. Ich würde mir wünschen, dass Jugendliche und junge Menschen mehr Raum bekommen, mehr gesehen werden. Ich denke, dass unsere Gesellschaft eine bessere Gesellschaft sein könnte, wenn diese Jugendlichen das öfters erleben. Weil ich glaube, dass die meisten Jugendlichen ganz feine Fühler haben, ganz viel verstehen, ganz viele Fragen haben, ganz viel Wichtiges auch mitbringen, um diese Gesellschaft auch zu verändern und auch zu verbessern. Das Potenzial, das Jugendliche mitbringen, mehr zu sehen und ihnen aktiv Chancen zu geben, wünscht sich auch Saliu. Meine Meinung ist, wenn die Leute also ein gutes Papier geben, damit die arbeiten oder in die Schule gehen können, so wie ich. Ich habe immer so dort gelernt, ich habe immer gearbeitet, der 2018. Also ich finde mal, die sollen das ein bisschen ändern, die Leute so zu Hause zu lassen halt. Weil wenn man keine Aufenthalt hat oder man keine Arbeitsbenehmigung hat oder man kann nicht Ausbildung machen, dann bleibt man zu Hause. Ich bin mit der Frage hierher gekommen, welche Auswirkungen Einsamkeit auf Jugendliche haben kann und ob das die Wahrscheinlichkeit erhöht, sich zu radikalisieren. Ich habe gemerkt, dass diese Schicksale super individuell sind. Aber was uns alle Betroffenen erzählt haben, ist, dass auf die Bedürfnisse der Jugendlichen oftmals nicht eingegangen wird. Und genau da kommen eben manche Gruppen ins Spiel, die gezielt die Jugendlichen da abholen wollen, wo es das System nicht schafft. Ich denke, dass wenn man sich einsam fühlt, unbedingt mit jemandem darüber sprechen sollte und wenn es gerade keinen zum Reden gibt, sich dann vielleicht professionelle Hilfe sucht. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Lasst ein Like, ein Abo da. Hier kommt er zum nächsten Video. Peace.